Moin Moin YouTube, herzlich willkommen. Wir machen heute eine Runde Solo-Dämonologist. Ich werde dazu ins verlassene Haus gehen. So, erst nochmal hier ein bisschen das Zeug zusammenstellen. Ich nehme auf jeden Fall mit ein Kruzifix, Thermometer, Beruhigungspillen, die Kerze. Weiß eigentlich jemand, woran das liegt, dass es beim Scrollen so komisch, ja, sag ich mal, nachblendet? Das habe ich jetzt hier seit kurzem. Wenn da jemand einen Tipp hat, gerne mal in die Kommentare ballern. Wäre super. So, okay. Wir starten. Ich hoffe, dass es im Spiel nicht so komisch nachblendet. Nö, hier ist alles normal. Super, Taschenlampe, EMF und Staffelei. Aber doch, es blendet so komisch aus. Ich weiß nicht warum. So, Dorothy Vaughn. Selbst wenn jemand neben dir ist, wird er dir antworten. Optionale Ziele, sorge dafür, dass der Geist die Kerze auspustet. Gott sei Dank habe ich die mitgenommen. Geisterkugeln und Ektoplasmaglas. Gut. Haben wir. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Achso, ich habe wieder auf einfach gestellt. Jeder, der das letzte Video gesehen hat, gesehen haben, dass wir im Koop normal probiert haben. Das war unnormal, wie schnell da die Sanity droppt. Also Wahnsinn. Sollte das in dem Video zu dunkel sein? Also ich finde es so zum Zocken eigentlich ganz geil für die Stimmung. Aber wenn das für YouTube stört, ich kann es ja auch mal probieren, noch ein bisschen hochzustellen. So. Wir können dann mal auf Standard. Okay. Na komm, das ist mal unbegrenzt. Ja. Der kann mir gerne da auch was in die Kommentare schreiben, wenn es zu dunkel sein sollte. So. Ja. Mit direktem Event. Nice. Am Anfang würde ich immer das EMF-Gerät empfehlen, weil man dadurch am zuverlässigsten eigentlich den Geisterraum findet. Wenn er irgendwo interagiert, das wird sofort aufgenommen. Und ja, alles andere ist zu ungenau. Weil man weiß ja nicht, hat er Flecken oder so, aber EMF reagiert ja immer in gewisser Weise. Ich glaube, ansonsten geht das auch noch ganz gut mit dem Thermometer. Alles, was so unter 10 Grad ist, ist auch schon relativ deutlich für den Geisterraum. Ich glaube, hier im Keller ist er jetzt nicht. Alles noch sehr passiv. Außer direkt das Event natürlich. Do you want to play ball with me? Okay. Super, danke. Ja, bislang sehr ruhig. Jedes Mal, das ist einfach nur durch diese Lautstärke getriggert, dass man sich doch ein bisschen erschreckt. So. Da kannst du den noch so oft gehabt haben und du weißt, dass irgendwas passiert hier, aber trotzdem, manchmal kriegt es dich immer noch. Victoria.
das Licht aus. Machen wir hier an. Vielleicht hier in der Küche noch mal gucken. Hier waren wir ja nur relativ kurz. Where are you? Are you here? Das letzte Mal, als ich das hatte, war dann im Keller. Ja, alles klar. So. Ist ja nur ein Dreier, aber holen wir mal das weitere Equipment. Oh, jetzt ist er aber sehr aktiv. Das Blöde im Keller ist, dass man da kein Licht hat. Das heißt, ich glaube, ich werde auch einfach mal die Kerze gleich mitnehmen. Um so ein bisschen Sanity zu saven. So. Erstmal das Zeug. Wie sieht's aus? 91. Alles safe. Plasma ist auch immer so ein Geduldsspiel. Aber wir stellen es hin, wir gucken. Also man kann es entweder sehen, manchmal hört man aber auch einfach so ein lautes Surren, sage ich mal. Was schon sehr charakteristisch ist, weil man gerade nicht hinguckt, dass man halt weiß, okay, ich hatte ESG. EMF3. Are you here? Where are you? What's your name? How old are you? Are you here? Can you talk? Draw a picture. Show yourself. Manifest. Manifest. Show yourself. Okay. Ist ja gut. Der sollte sich mal ein bisschen entspannen. Also er wirft schon ziemlich viel. Aber bisher nicht mehr als ein Vierer. Are you here? Where are you? Manifest. Ne, nur ein Dreier. Also dieses Rauschen, was man jetzt gerade übrigens hört, das ist es nicht, das ist wirklich... Oh, ist das Freezing? Ja. Okay, dann einmal Gefriertemperatur. Also dieses Rauschen, was man jetzt gerade hört, das ist es nicht, das ist dann wirklich so ein... Bzzzt. Okay. Gut, dann hole ich nochmal das für die Fingerabdrücke und vielleicht doch die Kerze. So lange im Dunkeln, das ist nicht schön. Und ich habe keinen Bock, gleich gejagt zu werden oder getötet zu werden, gerade mit dem ganzen Equipment. Konnte zwar tatsächlich jetzt die letzten Runden gut Geld sammeln, überlege auch, ob ich mit dem Pub kaufe, aber ja. Wenn ich die Runde erfolgreich schaffe, dann kaufe ich mir den Pub. Würde ich dann auch noch aufnehmen, dann könnt ihr das mitsehen. So, was haben wir? 80. Wir nehmen die Kerze mit. Verdammter Husten gerade. Das ist auch schon wieder so ein verrücktes Wetter. Was ist draußen los? Am Wochenende hat man sich verbrannt, wäre fast eingegangen vor Hitze. Und heute Morgen 2 Grad. 2 verdammte Grad. Also,
Jetzt ist der April rum, jetzt ist Mai, jetzt hätte ich doch schon gerne mal etwas schöneres Wetter. So. Guck mal, Ektoplasma. Ah, guck mal an. Den Gefallen hat er mir getan. Also EMF fällt raus. Fingerabdrücke, Staffelei. Ja, okay. ESG und Geisterbox kann es noch sein. Where are you? Can you talk? Where are you? Are you here? Can you talk? Can you talk? Where are you? Draw a picture. Show yourself. Where are you? Are you here? EMF ist raus. Es juckt mich nicht mehr. Dann hole ich jetzt doch nochmal das für die Fingerabdrücke, in der Hoffnung, dass er vielleicht mal die Tür öffnet. Hat eigentlich jemand schon mal gute Erfahrungen mit der Kamera gemacht? Also, ich stelle mir das zwar auf der einen Seite ganz cool vor, weil man verliert keine Sanity. Man stellt sie einfach auf und guckt dann aus dem Wagen, ob er malt, ob er ESG zeigt oder so. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie ein bisschen langweilig. So, Kruzifix und die Lampe. Bei einer Jagd schnell aufs Kruzifix wechseln und raus. So, vielleicht hat er mir auch den Gefallen getan und jetzt schon gemalt. Nope. Gut. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Dann würde ich das auch schon rausstreichen. Könnt ihr auch gerne noch mal checken. Definitiv keine Fingerabdrücke. Das ESG-Gerät auch nochmal umstellen. Die Staffelei auch. Wird er hier so ein bisschen aktiver zu sein? Hey. Hör auf damit. Draw a picture. Show yourself. Manifest. Ja, okay. Wir haben die Staffelei, damit ist es ein Dämon. So, was hatte ich denn jetzt nochmal? Ich glaube, ich brauche das Glas. Ja, hallo. Okay. Erster Kugeln draufziehen und E und E. Okay. So, ich gehe nochmal die optionalen Ziele abchecken. Vielleicht schmeiße ich auch einfach Pillen ein, um auf der sicheren Seite zu sein. Ja, das mache ich. Das hört sich gut an. Gut. Ja, naja. Safety first. Wir wollen ja nicht verrecken und heute noch den Papst sehen. Kerze auspusten und Silhouette mit Ektoplasmaglas. Okay. Gut. Wir sind jetzt zumindest erstmal wieder safe. So,
Silhouette kann immer hier in der Küche sein. Hier kann sie sitzen. Hier ist theoretisch eine Möglichkeit. Bergkraut. Oh, er lacht. Warum lacht er? Ist das wegen mit dem Ball gespielt? Hätte ich vorhin mal gucken sollen. Hier sitzt er immer ganz gerne. Ansonsten gibt es noch hier im Gang die Möglichkeit. In dem Magna-Raum kann er hier sitzen. Aber es sieht so aus, als wäre er... Ja, wir sehen schon. Sagen, dieses Brautzimmer, das versuche ich immer so gut wie es geht zu vermeiden. Danke und tschüss. Ja, der steht da auch viel besser vor der Badewanne. Oh. War das die Kerze schon? Oder hätte ich einen Sound gehört? Wer hat sie schon einmal ausgepustet? Blow out the candle. Und würdest du bitte die Kerze auspusten? Ah, danke schön. Super. Okay. So, jetzt geht es nur noch darum, Finger zu finden. Da spiele ich die sichere Variante mit dem Kreuz in der Hand. Ja, komm. Ich hab, aber eigentlich dürfte ich nicht so stark in der Sanity gedroppt sein jetzt in der Zeit, aber. Ich hatte das, wie gesagt, schon mal, obwohl ich mit ich glaube, 75er, 80er Sanity reingegangen bin, hat er mich eine Minute später gejagt. Da war ich tot und habe meinen ganzen Scheiß verloren. Hm. Ja, das will man nicht. Gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viel Kohle hat, tut das echt weh. Und auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad bekommt man ja nicht alles wieder. Nö, nö. Nur 50%. Das tut dann schon echt mörderlich weh. So. Nächsten Finger unten abgeben. Das sieht gut aus. Ich glaube, wir sehen gleich den Pub. Ja, ist doch gut. Weißt du was? Machen wir die Kerze nochmal an. So. Ja, es geht los. Ja, okay. Hier noch einen Finger? Nope. Ah, warte mal, hier leuchtet doch was. Da ist einer. Ist hier vielleicht dann noch einer? Nee. Wir haben jetzt drei, dann könnte im Magna-Zimmer noch einer sein oder auf dem Flur dahin. Vielleicht habe ich vorhin einen im Wohnzimmer übersehen. Und im Brautzimmer ist immer noch gerne ein beliebter Spot für Finger. Ja. Rein mit dir. Aber kann es sein, dass die seit dem letzten Patch ein paar Jumpscares rausgenommen haben? Weil gefühlt... In der ersten Version, als es rausgekommen ist, ist dir andauernd irgendwas ins Gesicht gesprungen. Hier im Flur hatte ich jedes Mal Geisterköpfe. Ich hatte die Babys. Ich hatte Köpfe in dem Zwischengang und... Ja. Da liegt gerne einer. So aus, als wäre hier keiner. Da liegt einer, okay. So, ist doch bestimmt hier noch irgendwo einer. Ja, okay. Magna.
Magna. Magna? Ey, ich hab's gesagt, und dadurch, dass es 30 Mal nicht funktioniert, kriegt dich das so hart. Warum? Scheiße. Ich hätte mich gerade darauf seelisch vorbereitet, dass ich es tippen muss. Und wenn ich es getippt hätte, hätte ich ja gewusst, okay, gleich passiert's. Scheiße. Verdammt, meine ich natürlich. Ah, Mann. Okay, letzter Finger. So, da ist er. Da ist das Ding. Bringen wir das jetzt nach Hause. Erleben wieder ein viel zu lautes Event, wenn die Statue gesenkt wird. Was mir die Ohren wegfetzen wird. Tja, ich wollte gerade sagen, seit wann ist es denn, dass die da hinten verschwindet? Cool, wenn die da noch wegbleiben würde. Diese komische Statue da. Okay. Cool. Geschafft. Oh, wieder gelaufen. So. Das passiert mir irgendwie auch andauernd. So. Dann ab ins Auto. Ciao. Tschüss, Geist. Mach's gut. So, dann gucken wir mal. Jawollo. $1950 nochmal. 90 Erfahrungspunkte. Also Solo macht das echt nochmal was ganz anderes her. Level 15. Gut. Dann, ich habe es ja versprochen, gucken wir uns jetzt die Bar an. 9000. Ja, das habe ich über. Oder ich könnte natürlich auch gleich. Nein, wir nehmen die Bar. Kaufen. Um 10. Ah. Ist schick. Mensch. Ruhe da draußen. Sag mal. Mann. Certified Beer Tester. Okay, ja, passt. Okay, hübsch. Ein paar Bierflaschen. Piano. Spritzt mir gleich noch was ins Gesicht. Everybody deserves another shot. Ja, aber cooles Lied. Was haben wir hier? Ein Lager. Und kann ich nicht lesen. Was haben wir denn noch? Okay, also hier ist jetzt der Auswahlbildschirm, hier ist der Hauptbildschirm und hier kann ich Zeug reinpacken. Ja, also wenn ich eine Bar bauen würde, würde ich auch immer hier zum Geländer hinsetzen, wo niemand hinter kann, was absolut gar keinen Sinn macht. Okay. Und dann noch mehr versteckte Sachen. Bar. Ist ja immer noch so laut hier. Ruhe da!
sage ich. Ah, hier auch. Auch so eine Ecke, die keiner baut. Sterntapete. Aber das kann doch nicht der einzige. Piano. Oh, funktioniert doch ein zweites Mal. Super. Gut. Aber ich würde sagen, den Rest. Ja. Give me beer. Okay, das war laut. Aber danke fürs Bier. Super. Radlers. Okay. Gut. Ja, wir werden sicherlich bei den nächsten Malen noch andere Sachen entdecken. Also, YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, gerne ein Abo, würde mich freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was kann ich besser machen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft keine Videos verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.